Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 10 Fakten über Stranger Things. Ja, wer kennt die Serie nicht? Ich bin auch sehr begeistert und ja, freue mich jetzt, euch die 10 Fakten vorführen zu können. Fakt Nummer 1. Die Serie sollte ursprünglich Montauk heißen. Montauk ist ein Dorf an der Ostspitze von Long Island im US-Bundesstaat New York. Die Macher entschieden sich allerdings gegen den Schauplatz, da dort im Winter schwierige Drehbedingungen herrschen. Letztendlich siedelten sie die Serie in der fiktiven Kleinstadt Hawkins an, die im Bundesstaat Indiana liegt. Fakt Nummer 2. Schon vor Stranger Things outete sich Stephen King als Fan von Millie Bobby Brown. Lange bevor Millie Bobby Brown in die Rolle der Eleven schlüpfte, schwärmte Stephen King von der jungen Schauspielerin. Der Autor hatte sie das erste Mal in der britischen Serie Intruders, die Eindringlinge, gesehen. Auf Twitter schrieb er damals: Millie Brown, das Mädchen in Intruders ist großartig. Habe ich es falsch in Erinnerung oder sind Kinderdarsteller viel besser als früher? Fakt Nummer 3. Über 1200 Kinder haben vorgesprochen. Bevor Millie Bobby Brown und Co. ihre Rollen erhielten, ließen die Verantwortlichen 906 Jungen und 307 Mädchen vorsprechen. Alle Kinder mussten Passagen aus Stand By Me lesen. Ein Bild von Charlize Theron überzeugte Millie Bobby Brown von der Kahlrasur. Die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer nutzten die Fotos von Charlize Theron aus Mad Max Fury Road, um Millie Bobby Brown von einer Kahlrasur zu überzeugen. Mittlerweile gefällt der Eleven-Darstellerin die Frisur. Ihr Vater war allerdings geschockt und weinte während der Rasur. Fakt Nummer 4. Barb war Shannon Prosers erste Rolle. Kaum zu glauben, aber für Shannon Prosser war das Engagement bei Stranger Things die erste Schauspielerfahrung. Nachdem sie in die Rolle der Barb geschlüpft war, stieg ihr Marktwert deutlich an. Seit 2017 spielt sie in der Jugendserie Riverdale mit. Fakt Nummer 5. Vor Stranger Things beendete Millie Bobby Brown fast ihre Karriere. Bevor Millie Bobby Brown ihre Rolle bei Stranger Things ergatterte, verlor sie Lust an der Schauspielerei. Trotz einiger Gastauftritte in Serien wie Intruders, Navy CIS, Modern Family und Grey's Anatomy sah sie für sich keine Zukunft in der Branche. Die Rolle der Eleven änderte aber alles. Fakt Nummer 6. Ghostbusters-Regisseur Evan Reitman erteilte die Erlaubnis für die Geisterjäger-Kostüme. Wie die meisten coolen Kids in den 80er Jahren sind auch Mike, Will, Dustin und Lucas große Ghostbusters-Fans. In der Serie schlüpfen die vier sogar in die Kostüme aus dem Film. Hierfür fragten die Duffer-Brüder bei Ghostbusters-Regisseur Evan Reitman um Erlaubnis. Ein Telefonat reichte, um diesen zu überzeugen. Fakt Nummer 7. Joys Freund Bob wollte in Staffel 2 durch Wills Hand sterben. In einem Interview erzählte Ross Duffer, dass sie Joys Freund Bob bereits in der vierten Folge der zweiten Staffel umbringen wollten. Da sie den Schauspieler Sean Astin so sehr mochten, ließen sie ihn bis zur achten Episode am Leben.